Hallo alle Strandfiguren und herzlich willkommen zum Bizeps-Training. Wenn du deinen Bizeps um 3 cm mindestens erhöhen willst vom Umfang her, dann solltest du auch ab und zu neue Bizepsübungen mit in dein Programm nehmen, zum Beispiel hier den Curl am Kabelzug, weil der Unterschied zum Kurzhantel-Curl ist einfach oder Langhantel- oder Set-Curl ist einfach, dass du hier nicht direkt gegen die Schwerkraft arbeitest, sondern die Zugwirkung immer genau entgegen der Richtung des Seiles verläuft. Das bedeutet, ich ziehe hier ja leicht schräg das Seil. Das bedeutet, dass man oben am obersten Punkt der Kontraktion viel mehr Spannung aufbauen kann als jetzt beim Kurzhantel-Curl. Deswegen ruhig hier so schöne Drop-Sätze, also Reduktionssätze. Ich mache jetzt hier insgesamt 20 Wiederholungen nur für den Bizeps, die schön brennen und wie man sieht, aber auch trotzdem einen guten Pump abgeben, also vor allem einen guten Pump. Und das Schlimme beim Kraftausdauertraining, ey, der Muskelkater ist jedes Mal enorm. Wenn ihr also mehr als 22 cm Oberarm haben wollt, sondern eher so 43, 44, wie ich jetzt langsam kriege, dann macht auf jeden Fall ab und zu ein Kabelzugtraining für den Bizeps. Das war's für dieses Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal schon und beim nächsten Trainingsvideo. Und ja, immer schön alle Ergebnisse aufschreiben. Ihr wisst ja, wie wichtig das ist. Und bis dann. Ciao.